Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis, Möbelmaler. Hier ist unsere Nummer 7, Joschka. Oh, das klingt so ein bisschen... Joschka! Das hat mehr Spannung, aber nur drittes. So richtig alle laut. Joschka! Sehr gut, Joschka. Willkommen zum Möbelmaler Fan Talk. Danke. Ach ja. Das sind ja Situationen, wie du sie gerne hast, gell? Interviews. Mache ich gerne, ja. Ja. Du weißt ganz nah ran, damit auch das weltweite Internet dich auch gut verstehen kann. Okay. Ja. Ja, so ist gut, ja. Du musst auch nicht so laut reden. Okay. Ja, aber was war denn das für ein Spiel jetzt? Ja, ich würde erstmal sagen, Sieg ist Sieg und den nehmen wir mit. Ja. Und klar, wir sind natürlich alle mit der Performance nicht unbedingt zufrieden. Wir wissen alle, dass es besser geht, vor allem mit unserer Position, mit unserem Standard, den wir hier haben. Aber ja, weiter hart arbeiten und nächstes Mal sieht es dann besser aus. Aber ja, Sieg ist Sieg. Dax Bradley hat gerade in der Pressekonferenz auch schon gesagt, es ist einfach schwierig, wenn du als Erster gegen den Letzten spielst. Trotzdem hat Thorsten hat dann auch gesagt, eigentlich in allen Statistiken war Rasta Fechter besser. Nur die Defense hat dann heute das Spiel am Ende gewonnen und der Wille. Was passiert da? Klar, Sieg ist Sieg, wir freuen uns drüber. Aber auf dem Zettel spricht ja alles für euch. Ist es dann wirklich so schwierig, in so ein Spiel zu gehen? Also ich würde nicht sagen, dass die Motivation fehlt oder dass wir... Nein, das habe ich auch nicht. Ja. Ja, es ist ein Spiel pro Woche jetzt, wir freuen uns alle riesig drauf, also wenn das Spiel dann anfängt und nicht nur Training ist. Und ich würde sagen, Fechter kann auch Basketball spielen, die sind auch zu Recht in der ersten Bundesliga. Bisschen unglücklich immer verloren und haben nur einen Sieg, aber ja, ich würde sagen, die sind auch gut. Und wenn wir mal einen schlechten, nicht so einen guten Tag erwischen, nicht so viel treffen, dann können die auch gut mithalten. Aber ich würde sagen, am Schluss haben wir das dann doch relativ souverän gewonnen. Jetzt haben wir natürlich heute auch nochmal gesagt, ich meine, der Partner Ehrmann hat auch ein Paket rausgetan, der 24. Sieg, die ja schon historische Aufstiegssaison, damals die Mannschaft um Jeff Gibbs, damals 23 Mal gewonnen. Aber als Spieler bedeutet einem sowas was? Oder sagt man, naja, nimm mal halt mit? Nicht so viel. Also ich habe jetzt auch, wir schauen eigentlich nicht so auf die Statistiken. Es ist natürlich schön, wenn in ein Sieg mehr und dann in die Geschichtsbücher einzunehmen mit 25 Siegen. Aber also wir denken eigentlich immer von Spiel zu Spiel und das ist eher so eine Randnotiz. Joschka, jetzt gerade in so einem Spiel hätte man sich natürlich auch gewünscht oder vor dem Spiel liebäugelt man dann schon mit vielen Minuten oder mit ein paar Minuten mehr. Jetzt warst du jetzt, glaube ich, die ganze Zeit draußen. Ist es dann schade oder sagst du, naja, beim nächsten Mal bekomme ich meine Chancen, außerdem habe ich ja schon viel gespielt diese Saison? Also beides. Also es ist schade, aber ich schaue natürlich auch gleich nach vorne und arbeite weiter und dann, dass es dann nächstes Mal klappt und ich meine Minuten bekomme. Wo siehst du dich denn in der Entwicklung denn jetzt? Ich meine, du bist jetzt seit 2012 jetzt bei uns und ja, bist fester Bestandteil des Teams geworden. Wo siehst du dich selbst? Ja, also das ist natürlich ein wahnsinnig guter Kader und man muss seine Minuten echt hart erarbeiten. Wir sind ja nicht zu Unrecht Tabellenführer und die können alle, sind alle wahnsinnig gut. Und können alle Basketball spielen. Genau, ja. Ja. Und da muss man sich seine Minuten echt hart erkämpfen und wenn es dann heute so knapp ist die ganze Zeit, ja, dann fallen die Minuten auch ein bisschen weniger aus. Oder klar, wie ist das als Spieler? Ich meine, du sagst jetzt klar, da musst du hart kämpfen, du wärst vielleicht in einer anderen Mannschaft würdest du mehr Zeit bekommen, könntest mehr spielen. Ist man da fast ein bisschen traurig oder sagt man, ich bin lieber Teil von sowas, was in dieser Saison jetzt hier in Ulm passiert? Also traurig bin ich auf keinen Fall. Also ich bin froh hier zu sein, ich bin gerne hier. Das Training ist immer sehr gut. Ich bekomme ja auch meine Minuten und ich finde auch, dass ich die dann gut nutze, aber also traurig bin ich auf keinen Fall. Jetzt persönlich, wenn du sagst, in deiner Entwicklung als Spieler, da hat man ja so Wünsche, wenn man vor der Saison ist, wo möchte ich hin, also nicht nur von den Einsatzzeiten, sondern von meinem Vermögen. Wie schätzt du dich da ein? Ich würde sagen, ich bin guter junger deutscher Spieler noch. Ich werde mich weiterentwickeln, ich werde weiter hart arbeiten und ja, ich werde meine Chancen nutzen. Was ist das, woran du am meisten noch arbeiten musst aus deiner Sicht? Ich würde immer noch sagen, körperlich, athletisch noch nachzulegen. Technisch finde ich jetzt auf einem sehr guten Stand.
Ja, wir freuen uns nach wie vor, dich hier zu haben. Du bist ja jetzt fast schon noch. Nein, du bist ja nicht die Ulme, du bist ja von der Ostalm hergekommen, als Orlener. Ja, aus Nördlingen, also in Aalen. Nördlingen gekommen, aber in Aalen geboren. In Aalen geboren, ja. In Aalen geboren. Aber jetzt schon richtig zu Hause in Ulm? Ist es jetzt schon auch so ein Stück Heimat oder ist es immer noch Arbeitsplatz? Nee, es ist schon Heimat geworden. Also ich wohne ja auch hier und ich bin jetzt mein fünftes Jahr, glaube ich, hier. Ja. Oder sechstes Jahr sogar. Ich habe ja auch hier noch U19 gespielt. Also es ist schon Heimat geworden. Ich hätte nachher noch was. Da drüben steht eine Kuh. Unser Partner Ehrmann hat ein Melkspiel. Jetzt kommst du ja quasi vom Land. Wärst du bereit, dann danach vielleicht auch gegen den Fan kurz anzutreten beim Melken? Naja, ich habe es noch nie probiert, obwohl ich vom Land komme, aber ich kann es natürlich mal probieren. Das machen wir nachher noch. Ich nehme dich beim Wort. Jetzt aber die Gelegenheit, noch für euch Fragen zu stellen. Wenn ihr noch eine Frage habt an Joschka, Handzeichen. Die wollen nicht alle Melken sehen, gell? Glaube ich. Ja, das war halt kurz und schmerzlos irgendwie. Ja, vielleicht noch ganz kurz auf die Perspektive. Ich meine, klar, was wir wollen, ist alle klar. Wir wollen erstmal eine super Ausgangsposition für die Playoffs. Was erwartest du jetzt in den nächsten ein, zwei Spielen? Was wird da auf euch zukommen? Naja, das nächste Spiel ist Bonn. Also, ja, Auswärtsspiel ist immer schwer in Bonn zu spielen und zu gewinnen. Wir hatten da vor zwei Jahren eine harte Playoff-Serie gegen die in fünf Spielen. Also ja, wird schwer, aber wir wollen natürlich weiter gewinnen. Weiter gewinnen und nächstes Halbspiel, klar, alle Spiele zu Hause willst du sowieso gewinnen. Ja, klar. Glaubst du, dass Bamberg irgendwann nochmal schwächelt? Also auswärts auf jeden Fall, daheim sind sie noch schwerer zu schlagen. Ja. Hat diese Saison noch keiner geschafft. Und wir wollen natürlich dann auch also unser Bestes geben und dann auch also heim zu schlagen. Das wäre am allerbesten, wenn sie gegen uns dann vielleicht nochmal eins verlieren würden. Genau. Ja, herzlichen Dank, Joschka Ferner, das war's im Fan-Talk. Gleich habt ihr noch die Gelegenheit, euch Autogramme zu holen und ein Foto zu machen. Jetzt wollen wir aber, wie versprochen, noch kurz zur Ehrmann-Kuh wechseln. Ist denn irgendjemand, der, sagen wir mal, Milchwirtschaft daheim hat und schon Melkerfahrung hat? Wer? Lisa. Was? Zitzer? Lisa. Was sagt er? Lisa. Lisa. Die Lisa kann melken, oder was? Ja. Wo ist die Lisa? Was, Lisa, heißt die Kuh oder die Melkung? Lisa, komm doch mal nach vorn. Lisa. Jetzt bin ich mal gespannt. Lisa, komm doch gerade mal zu uns. Hallo. Hi. Was war? Hast du Melkerfahrung oder bist du einfach nur motiviert? Eigentlich gar nicht, zum beiden. Weder motiviert noch Melk. Das wäre natürlich jetzt geil, wenn du den jetzt schlagen würdest. Weißt? Ja. Joschka gegen Lisa. Okay? Also Lisa liegt vor. Wir wechseln mal rüber zu Kuh. Kannst du Mikro, glaube ich. Oder nimmst du mit? So, jetzt nochmal kurz die Regeln. Was muss man machen? Man muss so lange melken, bis die Kuh leer ist, oder? Nicht ganz. Nicht ganz? Ah, ihr habt eine Markierung. Okay. Eine professionelle Markierung. Habt ihr die mit einem Bowie-Messer eingeritzt? Okay, also, bitteschön. Okay, wichtig wäre dann natürlich alle Fans jetzt die Lisa. Lisa, hast du jetzt gerade gefragt, wie das funktioniert? Also wichtig wäre, die Kuh nicht zu erschrecken. Ich hoffe, du hast warme Hände, weil mit kalten Händen nicht an Euter fassen. Also, auf die Plätze, fertig, melken. Lisa. Ja, die Kuh scheint ein bisschen trocken zu sein. Kommt da schon was raus? Ja? Das ist ein bisschen. Also wenn du so melkt, wie ihr sie anfeuert, dann stehen wir morgen noch da. Auf Lisa! Lisa! Ah, und schon hört man's.
Joschka schaut, ob auch alles mit rechten Dingen zugeht. Oh, komm, Lisa, fehlt noch viel? Lisa, auf geht's! Der Sieger erhält die Kuh. Wie sich Lisa so nachschnäckelt, gell? Sag mal, wie viel muss man da rausmelken? Lisa hat Muskelkater? Da kommt nichts mehr. Fertig, oder? Die Hälfte. Lisa, geht's noch oder geht's nur? Dann machen wir mal die Hälfte und stoppen mal. 1,30. Das sieht ein bisschen aus wie eine Urinprobe beim Dopingtest. Nicht als ob man der guckt rein und prüft, ob es wirklich so ist. Also das weg. Wichtig wäre jetzt aber noch nachzufüllen, oder? Ist da noch genug Wasser drin? Die ganze Kuh ist voller Milch. Joschka, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Einfach kurz einen Test. Okay. Also 1,30 sind vorgelegt für die Hälfte. Aber, oder? Ja. Auf die Plätze, fertig und mecken. Joschka Ferner an der Ehrenkuh. Das ist aber ein bisschen ein träger Applaus. Mein Joschka hat natürlich ein Problem, dass der Pass dann unter die Kuh passt. Da bräuchte man was Langbeinigeres. Kommt was raus, ihr könnt es besser sehen. Ihr müsst dann Stopp sagen, wenn er die Lisa eingeholt hat. Joschka denkt gerade, da kann ein lukrativer Einzelvertrag von Ehrmann rausspringen. Weil es ging einer. 55 Sekunden. Joschka Ferner schlägt Lisa. Tut uns leid. Und nicht, dass wir jetzt schuld sind, dass du dann irgendwie zittriges Händchen hast. Ist aber schwieriger als aussieht, oder? Wie ist es gegangen so? Ja, nach der Zeit wird schon ziemlich anstrengend. Ey, stell dir mal vor, du hast 20 Kühe auf der Weide und musst die alle leer melden. Ich habe gerade gehört, dass das jetzt alles vollautomatisch geht. Tatsächlich. Ja. Also du wärst dann bereit dazu, auf den Knopf zu drücken, dass die Melkmaschine angeht. Ja. Joschka Ferner, herzlichen Dank, das war der Fan-Talk. Jetzt gerne noch Fotos und Autogramme. Mach's gut, Dankeschön, Joschka. Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Beste Auswahl, kleinster Preis.